Jo, meine Leute, willkommen zu diesem neuen Video am 30. Spieltag der Regionalliga West-Saison 2021-2022 mit den Predictions. Los geht's! Heute um 14 Uhr. Rot-Weiß Essen gewinnt gegen KFC Uerdingen 3:1. Sportfreunde Lotte verliert gegen München Gladbach 2 mit 1:2. FC Wegberg Beek gewinnt gegen Alemannia Aachen mit 3:1. SV Rödinghausen unterliegt den 1. FC Köln mit 1:5. Rot-Weiß Aalen gewinnt gegen SC Wiedenbrück 3:1. Dann SV Straelen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das geht 0:3 aus für RWO. Dann Wuppertaler SV gewinnt gegen SV Lippstadt 08 2:1. VfB Homberg unterliegt zu Hause Bonner SC mit 2:4. Dann SC Fortuna Köln gewinnt gegen FC Schalke 04 mit 3:1. Und morgen um 14 Uhr Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen verliert gegen Preußen Münster mit 3:5. So, das war's vom 30. Spieltag der Regionalliga West mit den Predictions der Saison 2021-2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren, da verpasst ihr keine Benachrichtigung auf den Channel und bis dann, gut Kick, ciao!